Das Gilcode ist freigelegt, das alte Anti-Fouling ist runter. Wer es bis hier geschafft hat, ist aus dem Gröbsten raus. Denn kommt erstmal frische Farbe ins Spiel, steigt auch die Laune wieder. Vor dem Neuauftrag der Grundierung muss das Gilcode noch einmal mit klarem Wasser abgewaschen werden. Unser Motorboot wird nicht als Dauerlieger verwendet, sondern als Trailerboot, kommt daher nach jeder Benutzung immer wieder aus dem Wasser. In diesem Fall verwenden wir unser Primocon, welches in unserem Fall rein als Haftvermittler dient. Bleibt das Boot dauerhaft im Wasser liegen, würden wir empfehlen, einen vorbeugenden Osmoseschutz zu verwenden. Dazu benutzen wir das Epoxidharz Gelchi 200, was dann in mehreren Lagen aufgebracht wird. Um den Farbaufbau besser zu kontrollieren, gibt es das Produkt in zwei verschiedenen Farben, grün und grau, welches dann im Wechsel gestrichen wird. Haben wir kleine Beschädigungen oder Kratzer im Über- oder auch im Unterwasserbereich, können wir hierfür unseren Water Tight verwenden. Das ist ein 2K Epoxidharz-Spachtel, der direkt auf das GFK oder auch Gelcode aufgebracht werden kann. Wie bei allen Farben muss auch die Grundierung gründlich durchgerührt werden. Dann kann es, ausgerüstet mit einer entsprechenden Gasmaske und Schutzkleidung, losgehen. Zum Streichen von Primocon eignet sich hervorragend eine Kurzhaarrolle oder auch eine Mohairrolle. Der Hersteller gibt an, dass man mindestens 2 Schichten Primocon aufbringen sollte. Eine Besonderheit gibt es bei unserer Fahrbock zu beachten. In unserem speziellen Fall besitzt das GFK-Motorboot sogar einen Totholz. Da sollten wir darauf achten, dass die erste Schicht Primocon verdünnt wird, damit diese gut in das Holz einziehen kann. Ist auch der zweite Anstrich trocken, kommt das Anti-Fouling. Für unser Motorboot verwenden wir Ultra-U. Ein Hart-Anti-Fouling, welches sich besonders gut eignet, wenn zum Beispiel wir ein sehr schnelles Boot haben, das Boot trocken fällt oder auch in unserem Fall, wenn das Boot getrailert wird, also nach der Benutzung immer wieder auf den Hänger zurückkommt. Die Zeiten, wann wir das Anti-Fouling auf Primocon streichen können, sind temperaturabhängig und sind immer am Datenblatt zu finden, die Sie auf unserer Internetseite zum Beispiel yachtpaint.com runterladen können. Generell sollten Farben vor der Benutzung immer gut aufgerührt werden, um eine homogene Masse zu erhalten. Hier sieht man sehr gut bei dem Anti-Fouling, dass sich die Schwärmbestandteile unten absetzen und das Lösemittel oben aufschwimmt. Dies muss zunächst, was aber auch generell für alle Farben gilt, erst einmal gründlich aufgerührt werden vor der Benutzung. Dann ab in die Farbschale und mittels einer Kurzhaarrolle auf das Unterwasserschiff auftragen. Der Hersteller gibt übrigens an, dass man mit der Rolle oder dem Pinsel 2 Schichten streichen sollte, um für eine Saison Ruhe am Unterwasserschiff zu haben. So, haben wir das auch. Ja, das wäre erledigt. Am Ende nicht vergessen, das Klebeband abzuziehen, dann ist diese Stelle unseres Bootes schon bereit für die Saison. Allerdings fehlt noch ein wesentliches Detail. Auch der Propeller will vor Bewuchs geschützt werden. Dafür haben wir ein spezielles Produkt, Trilux 33. Kann für alle Materialien verwendet werden, wie auch Aluminium oder Bronze, GFK, Stahl. Trilux 33 gibt es auch in kleinen Dosen, speziell für diese Anwendung, wie bei unserem Boot, den kleinen Propeller. Den Propeller bereiten wir jetzt vor. Wir reinigen einmal mit der entsprechenden Verdünnung, schleifen ihn grob an, 60er bis 80er Körnung. Anschließend Schleifstaub entfernen, nochmal reinigen und dann können wir das Anti-Fouling direkt aufbringen. Was dabei zu beachten wäre, zum Beispiel Opferanoden müssen unbedingt abgeklebt werden, die dürfen nicht gestrichen werden, weil ansonsten die Wirkung dabei verloren geht. Aber auch Welle oder andere Bereiche, die wir nicht streichen wollen, müssen zuvor abgeklebt werden.
Drei Schichten des Spezial-Antifoulings sollte man schon streichen, denn durch die Drehbewegungen des Propellers wird einiges an Material wieder abgetragen. Auch ein Z-Antrieb muss mit Antifouling versorgt werden, soll er nicht völlig umwuchert werden. Hier sind einige Besonderheiten zu beachten. Zunächst empfiehlt es sich, den Propeller und die Opferanode abzubauen. Wird das Unterwasserschiff neu gestrichen, ist meistens auch der Antrieb mitfällig. Hier müssen wir besonders darauf achten, dass wir die dafür geeigneten Produkte verwenden. Die Antriebe sind in der Regel aus Aluminiumdruckguss. Hier ist es dann wichtig, dass wir keine kupferhaltigen Produkte verwenden. Hierfür gibt es spezielle Produkte zum Streichen, aber auch zum Sprühen für die einfache Verarbeitung, die speziell für die Anwendung auf Aluminium geeignet sind. Beim Antrieb haben wir viele Ecken und Kanten, wo wir schwer rankommen. In diesem Fall gibt es die Produkte auch in der Sprühdose, zum einen die Grundierung VC Propodev Primer, gefolgt von dem Antifouling Trilux Propodev. Beide Produkte müssen sehr gründlich geschüttelt werden, das hört man schon. Da ist eine Kugel drin, die das Produkt mischt und die Dose muss so lange geschüttelt werden, bis die Kugel eindeutig zu hören ist. Das dauert in der Regel zwischen 3 und 5 Minuten. Und das ist tatsächlich kein Witz, denn sonst können die feinen Düsen an der Dose schnell mit dickflüssigem Bodensatz verstopfen. Empfindliche Bereiche wie die Welle oder auch Opferanoden müssen vor der Arbeit einmal abgeklebt werden, damit diese hinterher auch nicht mit Farbe beschichtet werden. Auch der Faltenbalken muss in unserem Fall abgeklebt werden, um den Gummi vor den Lösemitteln zu schützen. Auf der anderen Seite würde die Farbe auf diesem Gummi auch nicht halten. Wie immer sind die Vorarbeiten zeitraubend, doch sie lohnen sich, will man ein gutes Ergebnis erzielen. Die alte Beschichtung auf dem Propeller löst sich in Teilen schon ab. Diese Stellen kann man mit einem Spachtel bearbeiten und der Rest wird dann geschliffen. Auch beim Antrieb können lose Farbbestandteile zuvor mit einem Spachtel entfernt werden. Der Rest wird in der Regel allerdings immer mit der Hand geschliffen, weil durch die vielen Ecken und Kanten wir mit den großen Maschinen nicht wirklich rankommen. Was wir in diesem Fall auch nicht verwenden dürfen, sind Werkzeuge aus Eisen, zum Beispiel ganz normal gängige Drahtbürsten. Hier kann es dann zur Reaktion mit dem Aluminium kommen durch Rückstände, Schleifrückstände auf der Oberfläche. Um Schleifstaub zu entfernen, saugt der Profi den Antrieb einmal ab. Anschließend werden feinste Schleifrückstände mittels Verdünnung abgewaschen. Ist der Antrieb soweit vorbereitet, muss am gleichen Tag eine Beschichtung aufgetragen werden, denn sonst könnte das Aluminium wieder oxidieren und die Haftung von Grundierung und Antifouling wäre nicht optimal. Wenn alles sorgfältig gegen den Sprühnebel abgeklebt ist, kann es mit der Grundierung losgehen. Normal reichen 1 bis 2 Schichten der Grundierung aus. Haben wir Bereiche, wo das Aluminium durchguckt, durchleuchtet, sollten auch 3 bis 4 Schichten aufgebracht werden. Beim Spritzen selber sollte darauf geachtet werden, dass eine Gasmaske getragen wird für den Atemschutz. Des Weiteren, wir arbeiten heute draußen, muss auch darauf geachtet werden, aus welcher Richtung der Wind kommt. Heute zum Beispiel kommt der Wind aus der Richtung hinter mir. Das würde bedeuten, der Kameramann muss aus dem Weg gehen, damit die Hälfte der Farbe nicht nur auf dem Antrieb ist, sondern auch auf dem Kameramann. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Unsere Grundierung ist jetzt soweit getrocknet. Heute bei 15 Grad haben wir zwischen den Schichten immer 2 Stunden gelassen. Die Informationen finden Sie aber auch immer in den Produktdatenblättern. Ganz einfach.
Hier sind jetzt zwei Schichten drauf. An den Kanten, da wo leicht das Aluminium rausgeguckt hat, haben wir vier Schichten aufgebracht. Jetzt sind wir so weit, dass wir das Anti-Fouling aufbringen können. Trilux Propodrev in diesem Fall, speziell für Aluminiumantriebe geeignet. Wir haben es schon kräftig im Vorwege geschüttelt, so dass alles vermischt ist und können jetzt beginnen mit dem Auftrag. Und der Vorher-Nachher-Effekt zeigt, jetzt macht der Antrieb nicht nur optisch etwas her, sondern ist für eine weitere Saison gut geschützt gegen Bewuchs.